Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. Das letzte Mal haben wir dann auf die Anglerinsel gewollt, haben dann gemerkt, okay, die Folge geht ein bisschen lang. Und deswegen haben wir es auf diese Folge verschoben. Und jetzt haben wir dann alle Zeit der Welt. Warum will der eigentlich immer meine Sachen ablegen? Oder warte, legt er die DLC-Dinger ab? Das kann natürlich sein. Aber warum? Oder haben die das gepatcht, dass man jetzt das Zeug immer ablegen muss? Das ist doch Schwachsinn. Ich bin gerade unschlüssig. Anglerinsel, eine Fundgrube für Freunde des Fischens. Oh, da steht ja wirklich einer. Dass ich sich jedes Mal strecken muss. Da haben wir einen Tintenfisch, wir sind da, das ist die Anglerinsel. Ahoi, da drüben ist jemand, könnte die Person sein, die den Brief geschrieben hat. Warum waschelst du nicht drüber? Blablabla, parallel recht. Ich bleib hier und mach dein Boot klar, Schiff das eine oder Sachen zu. Was habe ich denn da gelassen? Hä? Im Anschild steht etwas geschrieben. Alles, was jemals war oder sein wird, fällt in diese Kategorie. Angelbares und nicht angelbares. Lass dir sagen, sei der Fisch und nicht der Fisch. Sei der Fischer und nicht der Fisch. Oh, hier ist ein Ding zum Bauen. Hier liegen ein paar Blatt Papier. Willst du lesen, was draufsteht? Ja. Liebe Gilde, wenn man so drüber nachdenkt, wie groß der Ozean und die Welt sind, da fragt man sich doch, wie viele Fische noch drauf warten, gefunden zu werden, oder? Wenn ich eine ganze neue Art fangen würde, würdest du das Angeln vielleicht noch mehr lieben als sowieso schon. Dann wärst du vielleicht ein bisschen offener. Deshalb werde ich jetzt aufs Meer aussegeln und neue Fische suchen. Ich hoffe, du wartest, bis ich wiederkomme. Von der ewigen Verehrer Finn. Ende die Nachricht, anscheinend wurde sie vor kurzem geschrieben. In dem Titel Friede, Freude, Fische möchtest du es dir genauer ansehen? Oh, alle Seiten sind komplett leer. Was? Ah, was haben wir denn da? Gut, mit Titel der Angler-Almanach, möchtest du das lesen? Wenn ich in meine Jugend zurückdenke, erinnere ich mich an den alten Wicht, der am Wasser lebte. Er war ganz verrückt nach Angeln und sah mich eines Tages als Lehrling an. Dieser Wicht hat mir alles beigebracht, was ich über das Angeln weiß. Aber der wichtigste Lektion war, dass wir nicht mit der Angel fischen, sondern mit unserer Seele. Wenn wir dem Fisch mit unserem geistigen Auge folgen, wird unser Herz wissen, wann wir ihn einholen müssen. Das ist die Quintessenz des Angelns. Der Wicht hat mir beigebracht, dass Angeln ein Spiel ist, in dem wir mit der Natur wetteifern. Ein Spiel, das wir nur mit unserem Herzen gewinnen. In diesem Sinne werde ich dir, lieber Leser, liebe Leserin, jetzt sämtliches Wissen der wichtigsten Preis geben. Ich bin kein studierter Mann, doch beim Schreiben hatte ich nur das Angeln im Kopf. Ich hoffe, meine Worte werden begeistern anderen künftigen Generationen von Nutzen sein. Morten Fischer von Rimulda. Viele Seiten über die Philosophen des Angels und an jenen von ihnen ist winziger Schrift beschrieben sind, schließt das Buch sanft. Ha! Noch irgendwas? Warum ist das hier? Ist das eine Höhle? Cool. Alter! Was soll ich nur ohne meine Maske tun? Schluchzschniff. Wo könnte sie nur sein? Ist das der Scheiß Ernst? Da ist ein Typ unterm See und er braucht eine verdammte Maske. Ah.
Okay. Ist irgendwie lustig. Jetzt habe ich gerade mehr Bock, das abzusuchen. Warte mal, ich gehe nochmal am Anfang. No! Oh. Machen wir jetzt halt, oder? So, man muss halt stehen. Alter! Das war das mit Korallensäulen oder was da gestanden war? Sind das normale Muscheln? Ne, Naschmuscheln. Ich weiß, ich sollte mit dem Typen reden, aber jetzt bin ich auf Erkundungstour. Das sollte man gleich alles weghauen, alles meins. Schön mit dem kleinen Hammer abbauen. Mit dem Spezialhammer. Okay, zack. Korallen kriegen wir auf dem anderen Ding schon genug. Das ist eine Riesenmuschel. Okay, die gibt mir eh bloß. Aber ich will jetzt wissen, ob es hier die Maske irgendwo gibt. Oder kann ich die Maske angeln? Verdammt. Ach so, ja. Jetzt kam ich hier schon wieder 8 Minuten rum und hab nichts gemacht auf der Scheißinsel. Wobei es ja lustig war, dass ich halt mal gleich das Ding da gefunden habe. Ist ja auch ein ganzes Stück hinter, ne? Man sieht jetzt hier aber auch nichts Ungewöhnliches. Geht's aber auch schon wieder tiefer runter, oder? Alter! Was zur Hölle ist jetzt hier schon wieder los? Hmm.
Ja, okay, ich dachte, sie können jetzt hier irgendwas Spezielles finden. Hier scheint jetzt nichts zu sein. So, jetzt aber. Hey, das ist eine Frau? Ich kann nicht glauben, dass diese blöde Dussel einfach verdrückt hat. Hat mich richtig im Stich gelassen. Boah, wer zur Hölle bist du denn und was machst du auf meiner Insel? Was? Na, Bauer, und du hast meinen Brief gelesen? Entschuldige, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe keine Briefe nicht geschrieben. Hör mal, ich habe echt keine Lust zu quatschen. Mein Kumpel ist verschollen und meine Netze sind auch kaputt. Merkst du echt nett, aber sei so lieb und hau ab, ja? Ich bin nicht hergekommen, um Freunde zu finden, also lass mich in Ruhe. Ich hab doch gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Lässt dich nicht so leicht vertreiben, nicht? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Siehst du das Netz da drüben? Das ist mein Fischkäfig, aber er ist völlig kaputt und ich weiß nicht, wie ich ihn reparieren kann. Wenn der Bauer Netze, Netz herstellen. Okay. Netz. So. Ist da oben dabei? Ah, tatsächlich. Ach verdammt, ich habe zu viel anderen Scheiß mit drin, schon wieder mitgenommen. Alles klar, schaut zwar scheiße aus, aber hey, ist nicht mein Problem, ist der hier nicht. Heiliges Kanonenrohr, du hast meine Fischkäfig echt repariert, du bist echt ein Erbauer. Danke dafür, du hast mir vielleicht den Hintern gerettet, aber wenn ich zu den Kindern gehören würde, würde ich dich jetzt grün und blau hauen. Zum Glück ist es aber nicht so, egal, ich bin Gillian, ich bin von zu Hause weit wie möglich abgehauen und hier gelandet. Hier kann man nichts anderes machen als angeln. Was treibst du auch so weit draußen, fischst du dir Alba auch gern? Ja, willst du mit einer Kralete aufbinden? Du bist kein Angler, sondern ein Fisch. Das erkenne ich aus einem Kilometer Entfernung. Weißt was hier? Gehört dir, siehst du als Geschenk an, weil du mir das Netz geholfen hast, mit dem Netz geholfen hast. Bäm, meine Angel. Jetzt werfe ich es aus und ziehe ein paar dicke Brocken an Land. Angeln, ob Fluss, See, Teiche, aber was ist, kannst du angeln. Wenn du also nasse Stelle siehst, dann wirf die Angel aus. Okay. Was kriegen wir Schönes? Es fängt zum ersten Mal an. Explorerart gestreifter Schnabelbarsch. Oh, das sind ja schöne Fische. Ich weiß ja nicht, was in diesem Brief gestanden hat, aber hat es auf jeden Fall deine Leidenschaft fürs Angeln entfacht. Soll ich dir ein uraltes Geheimnis des Fischens beibringen? Ist ja nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Genau das wollte ich hören. Von jetzt an bist du mein Lehrling. Ich werde dich zu einem erstklassigen Angler machen. Du wirst schon sehen. Siehst du die Felsenabschnitte da, in der ins Meer ragt? Das ist der beste Angelplatz für einen grünen Schnabel. Also geh da hin und wirf deine Angel aus. Ersten Fang, wenn du weit bist, bla bla bla. Ah, okay. Was will die? Makrele. Ah, okay, das kommt dann, das wird dann länger, je nachdem, ne? Makrele. Ich würde mir so ein fettes Aquarium bauen, Alter. Ich glaube, ich kann die da alle reinsetzen. Na, sieh mal eine an. Hast du doch tatsächlich eine Makrele geangelt. Das ist kein Anfänger. Du hast Gespür, Kleiner. Jetzt weißt du, wie man Angeln benutzt. Du kannst sie über das Wasser werfen mit einem Blablabla. Oh, du willst wissen, was ich auf einer abgelegenen Insel mache, wenn ich doch auf der ganzen Welt angeln könnte? Mit deinen verflixten Kindern Hagen und weiß ich, dieser ganze Schwachsinn mit Bauen ist böse, Zerstörung ist Tolkien. Ging mir gehörig auf den Senkel. Ich wollte auf keinen Fall in so einer Welt leben. Das habe ich gesagt, nicht mit mir und bin abgehauen. Am Ende bin ich hier gelandet.
Kann dir gerade eine Idee sein, willst du mal was Interessantes sehen? Weißt du noch, wie du mein Netz repariert hast? Naja, ich will sehen, was passiert, wenn eine Makrele im Fischkäfig freilässt. Ist nicht enttäuscht, wenn versprochen. Wenn du eine ausführliche Erklärung willst, sage ich dir gern, was ich weiß. Okay. Schwimmt der rum? Weil man will der mir hinterher schwimmen? Nee. Hetzer. Cool. Sieh mal einen an, ich habe mein Leben noch nie fröhliche Makrele gesehen. Wenn dir das Spaß gemacht hat, kannst du mir eigene Fischkäfige und Aquarien bauen und sie mit Fischen befüllen. Könntest du den ganzen Tag beobachten, was Entspannendes gibt's nicht. Ein Bauer wie du kann bestimmt ziemlich beeindruckende Lebensräume für seine Fischlein bauen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Was? Du hast eine eigene Insel, wo du eine Menge Zeug mit den Freunden baust? Da hast du wohl keine Ausrede, was? Wenn ich du wäre, würde ich mich über das Angeln schlau machen und mein Wissen dann nutzen, um besser in der Bauer zu werden. Es ging hier, glaube ich, eher darum, dass du mitkommst. Ich kann es in deinen Augen sehen, Sinn. Du bist im Haken, aber wie wird es dir gefallen, was anderes als eine Makrele zu fangen? So an die 40 verschiedene Fischarten da draußen. Wenn du dachtest, mit der Makrele hätten alles gesehen, dann hast du Schuppen auf den Augen. 40, das ist ein ganz schöner Haufen, was? Also, wenn du als Meisterangler bekannt werden willst, dann wirst du den größten und seltensten Fänge überhaupt einholen müssen. Wenn du willst, kannst du direkt loslegen. Siehst du den Felsen da drüben? Versuch doch mal von da alleine auszuholen. Mal sehen, was du fängst. Na los, erste Stunde Angelprofi, bla bla, Potztausend. Hab kurz gedacht, du wärst ein Fisch auf dem Trockenen, aber das trifft wohl eher auf deinen gestreiften Schnabelbarsch zu, den du gerade gefangen hast. Gerade aus dem Wasser gezogen hast, verstehst du? Wenn du noch nicht verstanden hast, dann lass es mich erklären. Je nachdem, wo du deine Angel auswählst, fängst du verschiedene Fische. Aber wenn du nicht den seltensten Arten suchst, geht nichts über den Felsen am Meeresufer. Talent dafür, weißt du, was ich hier angekommen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich ihn das treffen kann. Führ doch nur her, der Kerl hatte nur Fische im Kopf. Ich werde begeistert, wie sehr dir das Angeln liegt, das sage ich dir. Jetzt schon wieder. Finn ist, von dem ich die ganze Zeit geschwafelt habe, dann ist er ein Angelkumpel, er ist los, um nach Fischen zu suchen und nie zurückgekommen. War ein feiner Kerl, ein bisschen neugierig vielleicht, aber ein echt zuverlässiger Kumpel. Macht mich traurig, dass er weg ist, wenn ich ehrlich bin. Weißt du was, seit du den ersten Fisch gefangen hast, krummelt mein Bauch wie ein wütender Walfisch. Man ist kein Meisterangler, wenn man nicht weiß, bla bla bla, gestern haben wir schon das Lagerfeuer, gewiss was zu futtern. Was? Der weiß doch so... Ja gut. Schauen wir mal, was kriegen wir hier raus? Es wird geongelt. Makrele. Ich brauche keine Makrele. Wollen wir dann rübergehen wir jetzt. Volltreffer! Okay, das ist wieder was Größeres. Oh. Wow. Da nochmal. Na? Fisch, 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 Fisch. Beiß an. Fisch, Fisch, Fisch. Frisch auf den Tisch. Oh. Es wirkt gerade so, wie wenn hier immer nur dasselbe Scheiß wäre. So, jetzt gibt's leckeres Fischfilet. Schnabelfisch kann ich ihn haben? Ja. Er ist perfekt gegrillt und rein, aber wir haben ja am Potztausend. Wie lecker, wenn es um Fisch geht, sollte man einfach halten und eine frische Zutat nehmen. Oder wie das nächste Mal noch ein bisschen Gemüse oder so. Ja, Frisiertisch da drüben umziehen, wenn du willst. Strohhut ist jetzt am Frisiertisch verfügbar. Alles klar. Deswegen haben die Frisiertisch da. Männlich. Oh, was gibt's denn noch? Ja. Okay, den Hut mag ich, der ist cool. Dann wird's wohl Zeit für noch mehr Angeln, aber jetzt habe ich ein bisschen was Schweres mit dir vor. Bisher habe ich gar nicht gefordert, ein paar Fische glitschige Gesellen als andere Technikmeister. Rotbarschen, den Clownfisch und Mondfisch fängst du und lass sie im Fischkäfig frei, wenn du fertig bist.
Zeig dir mal deine Pracht und würde vielleicht lieber selbst rumprobieren. Wenn du Rat brauchst, dann bin ich ja da. Aber manche werden sogar richtig zornig. Kann ich von hier eigentlich auffischen? Oh. So. Schauen wir mal mehrfach an einer Stelle. Oh. Das ist wahrscheinlich wieder so ein gestreifter Makrele. Da ist ein großer dabei. Ich krieg dich. Mondfisch. Heilige Scheiße. Ja gut, Mondfische sind immer schon groß gewesen. Für den großen haben. Ah, komm schon. Oh. Okay, das sind ganz kleine auch dabei, ne? Okay, der mittlere ist eine Makrele. Ich will den kleinen haben. Genau, den da. Clownfisch. Oh, ich habe Nemo gefangen. Wir könnten dann auch gleich grillen, oder? Boah, shit. Natürlich ist der Kleine, der wo zuerst hin drin. Ups. Ja, wurscht. Wahrscheinlich müssen wir zu anderen Dingern gehen. Ich krieg dich! Gib auf! Aber gut, ich hatte eine. Ach nee, warte mal, die Mission hab ich ja schon. Was haben wir denn da? Das werden wieder dieselben sein, diese komischen anderen Fische da. Schnabelbarsch. Die haben auch wieder alle dieselbe Größe, aber wird dasselbe sein. Boah, wir fangen an, seine Finger weg zu tun. Schnabelbarsch. Hui. Er hat aufgegeben. Rotbarsch. Sehr geil. Was ist denn da hinten? Ach, da habe ich wahrscheinlich irgendwas abgebaut. Ah, drücken, drücken. Schnabelbarsch. Muss ich hier Nemo eigentlich auffangen? Muss ich nicht.
Mal kurz zurückgehen. Nee. Rotbarsch, Clownfisch, Mondfisch. Ach, ich habe ja alle drei. Na super, sag doch das. Oh ja, genau, jetzt hast du ein Blablabla. Beim Angeln muss er verschiedene Leute das Fisch seine Kraft und seinen Angelplatz achten. Macht dir keinen Kopf, klingt erstmal kompliziert. Wenn mir gerade aufgefallen ist, dass du schon 5 verschiedene Fischarten gefangen hast, die Grundlagen richtig schnell gelernt. Ich weiß nicht, ob hier noch was zu tun gibt. Fischarten hast du jetzt schon gefangen. 5? Ja, tut mir leid, dass du das sagst, aber mehr Arten wirst du in diesem Gewässer nicht finden. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Es gibt da draußen 40 verschiedene Fischarten. Eigentlich musste ich auch ordentlich rumreißen, um sie alle zu finden. Was zum Geier war das? Sieh mal, ich könnte schwören, unten gerade einen goldenen Glanz gesehen zu haben. Was ist denn, wenn es richtig ein seltener Fisch war? Die anderen wie du kann sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Los, ab zu den Felsen und rein mit der Angel, bevor er wegschwimmt. Hä? Super gemacht, Sinn. Ich wusste, da. Bewegt sich was? Ist die Maske, oder? Gaunerfresse. Ist das dein Ernst? Das ist kein goldener Fisch, sondern eine süffige gelbe Maske. Warte mal, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Jetzt weiß ich, wo ich die Maske schon mal gesehen habe. Sie ist ja ganz ohne Zweifel Finn. Der arme Kerl ist aufs Meer gesegelt, um neue Fische zu finden, aber nie zurückgekehrt. Die Maske geliebt, oh ja, hat sie nie abgenommen, nicht mal wenn er gepennt hat. Wenn er sie nicht auf dem Kopf hat, der weilt nicht länger unter den Lebenden. Das ist ein schwerer Schlag, aber wir Angler wissen, wie schnell die Lage auf dem Meer umschlagen kann. Wenigstens hat er bei seiner Lieblingsbeschäftigung einen Löffel abgegeben. Weißt du, wenn du hier die Maske rausgefischt hast, muss Finns Boot irgendwo in der Nähe gesunken sein. Ich würde gerne verabschieden. Kann ja nicht weit sein, wir müssen da drüben gefallen, bla bla bla. Ah, okay. Also hätten wir es sowieso finden müssen. Oh, mein schlimmster Albtraum ist vor allem, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Das ist total eine Zwickmühle. Mehr ist Boden, eine Stimme. Er schafft es vielleicht etwas Sand aus dem Weg zu räumen, herauszufinden, wo sie herkommen. Wow, und ich hab's komplett allein. Blub, blub, blub. Ah, werter Herr, schleicht euch bitte nicht so an mich an. Ich habe mich so sehr erschreckt, dass es fast einen kleinen Unfall gegeben hätte. Aber es lag nicht daran, dass ich Angst hatte. Ich sitze hier schon recht lange fest. Es ist nur eine Weile her, seit ich, ihr wisst schon. Ein Augenblick, was tragt ihr denn da bei euch? Mich dünkt, die gehört euch nicht. Und ich verlange, dass ihr mir das Recht wegen Sitze übergibt. Der massige Muskelprotz ist wieder der ganz der Alte. Schicke Sache, wer seid ihr überhaupt? Ist eigentlich egal, ihr habt meine Visage gesehen. Leider kann ich euch jetzt hier nicht lebend draufhauen lassen. Was? Du bist ein Bauer? Gildian wollte das... Verdammt, jetzt will sie der Fernseher ausschalten. Wollte, dass sie hier unten eine Leiche von dem Kerl namens Finn aus dem Wasser fischt? Tut mir leid, aber hier liegt keine Leiche rum. Allerdings hast du Glück, ich bin nämlich Finn. Und hier unten, weil ich beim Segeln aus dem Boot gefallen bin. Wenn jetzt wach wurde, war ich hier, wie im schlimmsten Albtraum. Meine Maske war nicht mehr da. Bist du gekommen und hast sie mir wiedergegeben? Bist ein echter Held. Gildian ist da oben. Ja, dann sagen wir mal Hallo. Wie halt einfach mal das Geheimnis von der Insel. Oder beziehungsweise was man von der Mission hier gleich am Anfang schon mal festgestellt hat. Oh, da bist du erst hin. Finn hast du ja auch dabei und er lebt. Ich bin zurückgelehrt. Ich hätte nicht damit leben können, den Löffel abzugeben und dich allein zu lassen. Potztausend, so schön, dich wiederzusehen, Schätzchen. Oh. Wir nennen sie hier Schätzchen, aber gut, du hast ja schon mitbekommen, dass sie es Finn. Wir kennen uns schon sehr lange. Er hat immer auf mich aufgepasst, der Kerl. Kinder haben uns weggelaufen, bin ich mir gefolgt. Er wollte mich beschützen. Hab gesagt, dass er abhauen soll, aber dann hat er geheult, also habe ich ihn mitkommen lassen. Jörg, immer danke, dass du meinen Kumpel gerettet hast. Bedeutet mir echt viel. Klar, sag ich mal, jetzt danke jetzt, wenn die Badehose anziehst und dein Haar in Ordnung bringst, siehst du mit der Angel in der Hand bestimmt noch besser aus. Strandoutfit. Zwei neue Frisuren sind jetzt am frisch Frisiertisch verfügbar. Neue Anleitung. Schickes Strandoutfit, ach so. Oh,
Was hast du jetzt vor? Also bleibst du dabei, dass du angeblich ein Bauer bist? Was für ein Haufen Blödsinn. Ich schulde dir was, der, aber das glaube ich keine Sekunde. Wenn ich dir vertrauen soll, dann zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Wenn du mir einen neumodischen Angelplatz bauen kannst, dann glaube ich vielleicht, dass du ein Bauer bist. Was? Dir ist egal, was ich von dir halte. In der Bauern muss niemand was beweisen. Na schön, vielleicht kannst du dich ja stattdessen einen Angler beweisen. Geh zum unterirdischen See auf Hammerholm und bring mir ein paar Fische. Drei Segelflossen, um genau zu sein. Ich will deine Visage erst wiedersehen, wenn du dabei bist. Capito? Okay. Ist ja lustig, dass hier eine Mission weitergeht. Aber wisst ihr was? An der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest Builders 2. Macht's gut und Servus.